So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Wir haben ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Adi ist auch am Start. Der sitzt nämlich hier auf den Paketen. Der muss jetzt, rubbel die Katz, der muss jetzt aber mal runter. Denn wir haben Post bekommen von Sabrina Spielt. Entweder hatte sie die gleiche Idee wie ich, oder sie fand das so toll, dass wir sie beschenkt haben, dass sie dachte, sie gibt auch was zurück, sie möchte mich auch beschenken. Ist trotzdem auch nicht selbstverständlich. Man hat schon vielen Leuten was gegeben, die nichts zurückgegeben haben. Ich habe auch nichts verlangt. Sie hat mir jetzt was geschickt. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Das sind nämlich zwei Pakete. Das ist einmal dieses hier, ja, von Amazon. Ja, guck dir das an. Und dann haben wir noch ein zweites. Das ist dieses hier, auch Amazon. Ja, sogar noch größer. Das ist größer, aber leichter. Das andere ist kleiner, aber schwerer. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge man es aufmacht. Die Kinders wollen normalerweise immer das Größte zuerst, weil man ja denkt, menschliche Psychologie, in dem Großen ist das Teure, das Größte, das Beste. Da ich aber schlau bin und meine dicken, starken Arme merken, dass das übelst leicht ist, denke ich mal, dass hier das gar nicht so krass ist, wie das, was da drin ist, was viel schwerer ist. Wir gucken jetzt aber einfach mal hier rein. Wir schlitzen jetzt einfach mal dieses Paket auf. Oh mein Gott, jetzt habe ich es schon kaputt gemacht. Wir machen das jetzt auf. Adi, Cookie, Adi, pass auf, da ist doch die Schere. Mach doch keine Faxen, was machst du denn? Da ist ganz viel Verpackungsmaterial drin, wie ich sehe. Oh mein Gott. Das ist nicht ihr Ernst, oder? Obwohl, das ist eigentlich sehr gut, das heißt, ich habe für ewig ausgesorgt. Wir gucken mal hier rein, ja? Und was haben wir da? Nachdem der Adi hier hängt mit seinem Pfötchen wieder ganz süß, haben wir einmal hier Verpackungsmaterial. Wir haben noch mehr Verpackungsmaterial. Wir haben hier ein Zettelchen drin. Leider nur einfach, ja leider halt nur dieser normale Lieferzettel, also nicht mit einer Botschaft oder irgendwas. Hier ist aber noch ein zweiter Zettel. Ah! Hier ist ein zweiter Zettel, genau, okay. Hier ist nochmal ein Lieferzettel, das ist ja voll kompliziert. Hier ist aber ein richtiger Zettel. Amazon.de. Ein Gruß von Sabrina. Viel Vergnügen, nimm es leichter und fütter Adi, weil du die Schuhe so liebst. Natürlich auch die passenden Socken dazu. Hoffe passen. Kalte Füße sind ja was für Frauen. Liebe Grüße aus Berlin. Sabrina Spielt von Sabrina. Schuhe? Was ist das? Wir haben hier drin einfach weiße Gummischuhe, so wie ich sie momentan trage, so wie ihr das in den Videos immer seht, dass ich diese weißen Gummischuhe trage. Und das Gute ist, ich habe draußen im Flur im Schrank ist nochmal genau so ein paar weiße Gummischuhe, weil ich die nämlich schon mal von einem Fan in eine Fanpost geschickt bekommen habe als Reserve. Jetzt habe ich noch ein paar als Reserve. Und wer hätte das gedacht, dass die weißen Gummischuhe, diese Crocs wirklich mit dem Krokodil drauf, das sind ja wirklich diese Marken, ja. Die halten so enorm viel aus. Wenn ich normale Schuhe trage, die sind nach 2 Wochen bis 1 Monat komplett durchgelaufen und ein Löcher drin. Diese Gummischuhe, die halten über ein halbes Jahr und länger bei der gleichen Belastung, der gleichen Bewegung. Das heißt, wenn meine mal durch sind, habe ich ja immer noch die im Schrank. Wenn die durch sind, habe ich immer noch die. Das heißt, ich muss nie wieder Schuhe kaufen, weil ich so viele Schuhe habe und sowieso immer nur die anziehe. Die sind bequem, die fühlen sich gut an, die sind leicht, die sind luftdurchlässig. Im Winter kann schön der Schnee an den Fuß kommen, dass du den Winter auch richtig spürst. Finde ich auf jeden Fall genial. Und die sehen so edel aus. Guck, wie edel die aussehen. Weiße Gummischuhe. Jetzt habe ich da oben einen Zettel hin. Das ist theoretisch der gleiche Zettel nochmal wie hier. Also da steht der gleiche Text drauf wie da, weil verschiedene Produkte, man hat das überall drauf. Und dann sind das hier natürlich Socken. Socken mitgeschickt. Drei verschiedene Paare. Hier steht Größe 43 bis 46. Also 46 wäre gut.
Ich denke mal, das dehnt sich eh aus, da passt du eh rein. Was sind das aber für Socken? Schuhe mit Socken. Arischat. Warum machen wir uns das so schwer? Hier liegt doch die Schere, ja? Da kann man doch einfach mal hier so rein. Und dann kann man ja mal gucken. Hier sind ein paar rote Socken, ja? Hier ist Bier drauf. Das sind so Biergläser, die runterfallen. Da ist ein Bierfass, hier wird ausgeschenkt. Richtige Biersocken. Ich habe das letzte Mal Socken gekriegt. Jetzt kriege ich ja auch wieder Socken. Wie war das? Keiner mag Socken zu Weihnachten. Finde ich auf jeden Fall sehr passend, denn wenn ihr die Gummischuhe anhabt, dann werden die Socken schnell nass. Also braucht man immer wieder neue Socken. Jetzt haben wir hier einmal Socken mit Bier drauf. Wir haben hier ein zweites Mal Socken. Da seht ihr hier, ja, ihr seht es auch nicht, vielleicht müsste man das wirklich einfach mal aufreißen in der Hoffnung, dass die Socken nicht kaputt gehen, dass man das in der ganzen Pracht sieht. So. Socken mit einer Flasche drauf, mit einer Lichterkette drum und hier steht auch noch was. Also ich muss hier mal die Socke runterwerfen, dass man das mal ganz sieht. So, das ist hier eine Bierflasche, ja, eine Bierflasche als Socke und hier steht Trink Bier. Was steht auf dem anderen? Auch Trink Bier? Spar Wasser, trink Bier, spar Wasser. Die werden wir jetzt hier runter auf den Adi geben, der liegt nämlich so gemütlich hier unten. Werden die direkt gleich noch mit aufmachen, werden uns die auch gleich mal angucken. Oh, bis die Socken kaputt sind. Nochmal Biersocken hier auch, seht ihr das gute Porree-Bier? Also drei verschiedene. Da steht, ach, da steht wieder was anderes, da musst du wieder reinkriechen und gucken, was da steht. Das steht halt unten drauf dann. Bring mir ein Bier. Hier steht. Wenn du das lesen kannst, bring mir ein Bier. Stand das auf Shinayas Socken nicht auch drauf? Das heißt, die Leute werden mich mit Bier zuschütten. Also wer das lesen kann, also wahrscheinlich niemand. Außerdem steht das ja eigentlich irgendwie unten drunter. Das heißt ja im übertragenen Sinn, wenn du schon am Boden liegst mit den Füßen nach oben, dann sollen die Leute dir ein Bier bringen, weil dann geht es erst richtig los oder was. Hier steht, stör nicht, ja, die wollen wir euch auch nochmal ganz zeigen, diese dunklen hier. Weihnachtssocken sind sowieso immer der Hit. Leute schenken sich immer Weihnachtssocken. Das ist nicht ausgelutscht. Denkt an Mankind, ne? Ich trinke Bier. Stör nicht, ich trinke Bier. Der Adi hat sich jetzt irgendwie hier rüber verkrochen. Ich glaube, dem ist es jetzt viel zu sockig alles. Und wir haben auch, wegen Adi, müsste ja das zweite Paket auch noch sein. Da stand ja auch was mit dabei. Fütter den Lump, ne? Adi, glaub, du kriegst jetzt auch noch was. Das hört sich nämlich schon so an. Als würde da irgendwas drin rumfliegen. So eine Naschbox. Durch die Rechnung durchgeschlitzt. Und wir haben hier vor allem ein extra Karton, um in dem Karton ein extra Karton zu haben mit Dreamies. Die Dreamies Mega Box. Mit Käse, Ufromage, 2x350 Gramm. Hä? Ich kenne die Dreamies ja nur als diese kleinen. Das müssen wir mal aufmachen. So wie das hier aussieht, könntest du das genauso in den Netto einfach reinstellen. Beim Netto, im Regal. Sieht aus wie frisch aus der Kaufhalle. Das ist die Dreamie-Box. Die Mega-Box von Dreamies. Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne nur die Tütchen. Die Tütchen wirklich, was so Zusatz, also weil so Auffülltütchen sind. Guckt euch mal das Design an. Hier siehst du Snacken. Snacken. Manga? Hä? Snacken. Manga? Finger. Finn. Also Snacken, Snacken, weg. Snacken, Snacken, weg. Snacken? Snacken, weg. Und hier eine Kratzspur, wie du nochmal da durchguckst. Dann hast du hinten das nochmal drauf. Das Design gefällt mir auf jeden Fall cool. Ich glaube,
Das könntest du sogar aufheben und kannst dann da Kaffee reinmachen, ja? Für die Gäste, wenn die kommen. Hast du noch Kaffee? Und ich, ja, geh mal an die Dreamy-Box, ne? Da ist Kaffee drin. Ja, der riecht aber nach Käse oder so. Adi, magst du das? Wollen wir da mal kurz aufmachen? Wollen wir mal schauen, ob du das snackst? So, Adi, pass auf. Jetzt habe ich es hier natürlich wieder kaputt gemacht. Oha, Adi. Da hat's geschossen, hm? Jetzt muss ich das irgendwie hier außen wegfrotzeln. Und hier noch drum und da noch drum. Dann können wir mal gucken, Adi, was sagst du? Adi ist sparsam, er hat sich genau eins rausgenommen. Ein Stück rausgenommen. Den Rest lässt er so, wie es ist. Wir können uns ja mal was auf die Hand machen. Können ja dann mal gucken, Adi. Ah, Adi. Eins ist noch da. Adi, eins. Jo, mein ganzes Pferd. Pferdchen. Also dem Adi schmeckt's. Dankeschön auf jeden Fall dazu. Gummischuh, wie gesagt, immer gut, immer weiß, immer edel, immer gut unterwegs. Rutschig zwar im Winter jedes Mal weg, aber da muss man halt mal aufpassen, wo man hintritt. Strümpfe noch dabei, dass die Füße trotzdem nicht frieren. Und noch was Leckeres für die Katz, ne? Da hat er jetzt auf jeden Fall erstmal was zu snacken, was man immer wieder schön verschließen kann. Wenn ich so eine Dreamies-Tüte habe, die gebe ich ihm nämlich meistens komplett, was vielleicht auch nicht richtig ist, aber die kann ich meistens nicht verschließen. Deswegen packe ich ihm die immer ganz in sein Schälchen und er frisst das dann gemütlich. Jetzt Deckel drauf, Affe zu, Klappe tot. Da ist der Schwanz, das war's von meiner Seite aus. Grüße gehen raus an Sabrina Spielt. Checkt mal ihren Kanal aus. Könnt ihr auch mal noch gucken, sie hat ja jetzt noch mal ein Unboxing hochgeladen, das habe ich noch nicht geguckt, sie hat auch letztens Geburtstag gehabt, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns, jetzt frisst sie wie die Box leer, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses, tschüss, Fricker!